Ich habe heute das große Vergnügen, mit Leonie Bischoff zu sprechen. Leonie, Sie sind Autorin und Illustratorin von Comics oder Graphic Novels, wie man heute oft sagt. Für mich sind Sie auf jeden Fall eine einzigartige Künstlerin. Wie haben Ihre Leidenschaft für den Comic und Ihr Parcours als Comiczeichnerin begonnen? Zum einen Teil war es Zufall, aber es gab schon immer ein Interesse und eine Leidenschaft für Romane und Fiktion, seit ich ein Kind war. Ich war eine begeisterte Leserin und es war schon immer mein liebstes Hobby, in Geschichten einzutauchen. Und da war auch ein Interesse für Zeichnen und Basteln, also alles, was mit den Händen zu tun hatte. Ich hatte auch das Glück, in einer Familie aufgewachsen zu sein, die sich für diese Themen interessierte, die meiner Schwester und mir die Materialien zur Verfügung stellte und die uns gefördert hat. Die Entscheidung für Comic im Vergleich zu anderen Kunstformen war Zufall. Nach meinem Abitur und Studium in der Schweiz suchte ich eine Schule, in der ich auf althergebrachte Art, also mit Bleistift und Papier, arbeiten konnte. Alle Schulen, die ich besichtigte, boten nur Video, Performance und Installationen an. Zufällig erfuhr ich dann von der Hochschule Saint-Luc in Brüssel. Und ich habe mich entschieden, 3 Jahre dort zu studieren, um zu schauen, ob es mir gefällt. Und in der Tat habe ich genau da meinen Platz gefunden. Wie Sie gerade sagten, haben Sie in Belgien studiert und wurden in der Schweiz in Genf geboren. Heute leben Sie in Brüssel und gehören dort zu einem extrem produktiven Kollektiv, dem Atelier Mille. Erzählen Sie uns doch gerne etwas über Ihre Arbeit im Atelier Mille. Das Atelier wurde 2011 gegründet. 4 Künstler, mit denen ich mein Studium absolviert habe, und ich selber haben es ins Leben gerufen. Wir kannten uns also schon länger. Manche waren nach dem Studium genauso wie ich ins Ausland gegangen und zurückgekehrt. Wir hatten alle ein Problem damit, bei uns zu Hause zu arbeiten. Auch wenn es ein einsamer Beruf ist und wir genau das schätzten, gab es doch ein Unwohlsein, Arbeitsplatz und Lebensraum zu vereinen. Wenn wir uns zusammentun, können wir Ressourcen, Materialien und auch Inspirationen austauschen. So wurde dann spontan die Idee geboren, Seite an Seite zu arbeiten, selbst wenn wir an verschiedenen Projekten, aber manchmal auch punktuell an Fanzinen oder Ausstellungen zu Tagen der offenen Tür gemeinsam gearbeitet haben. Manche Leute sind noch da, andere sind gegangen, wieder andere hinzugekommen. Es hat sich also alles entwickelt. Aber der Geist des gemeinsamen Arbeitsplatzes und des Austausches gilt noch immer. Wenn wir blockiert sind oder uns Fragen stellen, dann können wir mit den anderen diskutieren. Das ist sehr bereichernd. Mit ein wenig Distanz zu Ihrem Beruf, würden Sie sagen, dass es ein anerkannter Beruf ist? Gute Frage. Das hängt davon ab, wo man lebt, ob man davon leben kann und vom Druck der Gesellschaft, die sagt, dass es nur ein richtiger Beruf ist, wenn man davon leben kann, was ich sehr schade finde. Der Beruf ist in Belgien viel höher geschätzt als in anderen Ländern, selbst wenn die Schweiz den künstlerischen Aspekt des Berufs sehr würdigt. Aber ganz konkret, wenn man eine Wohnung sucht, ist die Tatsache, Comiczeichnerin zu sein, in vielen Ländern nicht unbedingt hilfreich. In Belgien jedoch gibt es diese Tradition und daher auch die Wertschätzung für den Beruf. Man muss sich in diesem Beruf sein Lebensumfeld genau aussuchen. Wenn wir von Autorinnen und Illustratorinnen sprechen, drängt sich mir eine wichtige Frage auf. Gibt es Ihrer Meinung nach immer noch eine Ungleichbehandlung der Frauen in Ihrem Beruf? Ich glaube, es gibt noch immer einen Mangel an Sichtbarkeit. Es gibt schon eine Verbesserung, dank des Kollektivs der Comic-Autorinnen gegen Sexismus und viele andere Initiativen. Ich denke aber, der Mangel an Sichtbarkeit erklärt sich durch mehrere Faktoren.
einerseits das Familienleben, das die Frauen viel mehr bindet und wodurch sie beispielsweise seltener zu Festivals und Events fahren können. Das ist ein sehr starker Faktor. Und dann gibt es noch diese große Vorstellung, die sich langsam auflöst, dass Comics von Frauen nur Frauen und Mädchen interessieren. Hier gab es eine totale Ignoranz seitens der Fachpresse, die sagte, diese Mädchengeschichten interessieren uns nicht. Und nun endlich versteht man, dass Comics von Frauen kein Genre an sich sind, sondern dass wir viele verschiedene Genres bedienen und viele Themen bearbeiten, die die gesamte Gesellschaft betreffen. Aber es ist verrückt, dass man heute noch erklären muss, dass die Comics von Frauen nicht nur für Frauen sind. Mais c'est fou que encore aujourd'hui on doive expliquer ça, que c'est pas parce que c'est fait par une femme que ça ne parle qu'aux femmes. Bleiben wir, Leonie, bei den Frauen. Ein großer Erfolg, ihre letzte Graphic Novel, Anaïs Nin, eine große Persönlichkeit. Welches ist die Geschichte hinter der Geschichte? Das ist eine lange Geschichte, fast eine Liebesgeschichte mit Anaïs Nin, die ich in mehreren Etappen entdeckt habe. Zuerst über ihre erotischen Erzählungen, die mich mit ein wenig Unbehagen zurückgelassen haben, in denen mich jedoch irgendetwas beschäftigte. Als ich Studentin in Saint-Luc war, habe ich ihre Tagebücher entdeckt, die Version ohne die anstößigen Stellen. Von da an bin ich in eine Faszinationsspirale hineingeraten, für ihre Art, die Qualen der Kreativität zu beschreiben. Es geht darin um eine Periode in ihrem Leben, als sie selbst noch keine anerkannte Schriftstellerin war und sich suchte. Das entsprach genau dem, was ich als junge Studentin der Illustration empfand. Sie setzte diese Suche sehr gut in das Verhältnis zur Gesellschaft, zu den Männern und zu der von Männern dominierten Kunstwelt. Das passte so gut zu mir. Und dann habe ich die unzensierte Version ihrer Tagebücher entdeckt und ihre Fragen rund um Liebesbeziehungen. Das sind Fragen, die immer noch aktuell sind. Welche Form können oder sollten Liebesbeziehungen annehmen? Dieses Ensemble von Fragen und wie ihre Erotik im Verhältnis zu ihrer professionellen Kreativität steht, sprachen mich sehr an und haben mich auch ganz stark inspiriert. Genau das wollte ich in meinem Buch auch rüberbringen. Dieses Thema hat mich regelrecht verfolgt. Ich habe lange gebraucht, um die richtige Form zu finden. Ich wollte keine strikte Biografie machen, sondern mich auf ihre Emotionen und das Feuer, das in ihr brennt und das sie weitergibt, konzentrieren. Wenn Sie erlauben, ich bin wahrlich kein Experte für Graphic Novels, aber ich möchte Ihnen sagen, dass das Buch mich persönlich unglaublich fasziniert hat. Je trouve ça vraiment, vraiment éblouissant. C'est très touchant, merci. Ich weiß, dass Sie jetzt gleich in den Urlaub fahren und wünsche Ihnen von ganzem Herzen angenehme Ferien. Schöpfen Sie neue Kraft, danke für Ihre Zeit und bis bald hier in Berlin. Un tout grand merci pour votre temps et à très bientôt ici à Berlin. Vielen Dank Ihnen auch und für Ihr Interesse an meiner Arbeit. Das ist wirklich toll.